Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Sniper Elite 3. Mir liegt immer auf der Zunge zu sagen V3, aber es ist ja Sniper Elite 3. Bitte schön lächeln! So, sehe ich noch einen? Ich sehe keinen. Aber wir sollen ja eh in das Sniper-Nest. Obwohl, warte mal. Ich würde gerne die Typen da unten auch plündern. Da hinten läuft einer. Also bei der Säule. Soll uns aber erstmal nicht interessieren jetzt. Ich hab's natürlich im Blick. Aber da sehe ich jetzt keinen. Bin gerade ein bisschen konzentriert. Auch nur ein bisschen. Du weißt, nicht zu viel. Zu viel Kontrolle, zu viel Konzentration. Nee. Nö, nö. Dann wäre es kein Semi-Spiel-Let's Play. Oh, der hat einen Toten gefunden. Eine Falle würde mir Rückendeckung geben. Eine Falle, na gut. Gucken wir mal. Landmine. Okay. Zack. Was? Quietschi, quatschi, quiep? So. Zwei Landminen. Das sollte eigentlich genügen. Ah, hier ist auch wieder so ein Ding, was unseren Schuss überdeckt. Hier können wir uns ein Scharfschützennest machen, richtiges. Und dann mit der Wellrod schießen, ja, genau das ist es. Erstmal schauen wir. Da, huch. Nein, ich habe ihn markiert wieder. Demarkiert. Heißt das so? Okay. Ich hab Schiss, dass ihn einer von den anderen dann sieht. Deswegen würde ich am liebsten den da zuerst. Das war mir jetzt zu knapp. Komm schon. Autsch, autsch, voll ins Gesicht, voll auf die Nase. So. Der da. Am liebsten würde ich ihn in die Eier schießen, aber ich hab Schiss, dass das schief geht. Ich hab ein bisschen unter dem Kopf gezielt. Ah, alter Schwede. Ach du Scheiße. Alter Schwede, das war ein ganz, ganz ekliger Treffer. Er ist da hinten. Das hat man gehört. Das hat man gehört. Autsch. Oh Gott. Nierentreffer.
Jetzt ist auch egal, ob man uns sieht. Jetzt heißt es du oder ich. Und ich bin's nicht. Ah. Wozu denn Standortwechsel? Fuck! Komm raus! Oh. Mama! Alter, krass. Kommt da auf einmal eine Stielhandgranate hochgeschossen. Alles klar. Zweiter Versuch. Trotzdem noch schön anzusehen. Also grotesk schön. Ich wollte eben noch die MP ziehen, um mit der zu schießen. Hätte ich mal mit der Sniper geschossen. Dann wären wir auch nicht gestorben. Und das war knapp nach dem Ton. Ah, voll in die Lunge. Eingeweidetreffer. So, diesmal wechsle ich gleich den Standort. Effettuate una perlustrazione dell'area. Alter, den haben wir mit unserer Falle weggeschossen. Da kommt noch einer. Alter, Alter, Alter! Da kommen die einfach hinter mir hoch! Scheiße! Das eskalierte relativ schnell. Krass, 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 krass. Das war ich alles gar nicht. Jetzt nur nicht unachtsam werden, Freunde. Huch, nee. Gib mir die Landmine wieder her. Ich hätte gern die hier. Da war einer. Oh yeah. Krass, Alter. Ihr habt gesehen, wie schnell wir draufgehen können. Wir müssen echt aufpassen. Gucken, ob wir noch einen sehen können von hier. Gehört haben wir ja auf jeden Fall welche. Krass, Leute, ey, das ist so schnell eskaliert. Ich wusste auch gar nicht, was ich machen soll. Vor allem, wo kommen denn die ganzen Leute?
What the fuck? Disziplin und Gehorsam. General Valen verlangt unter Androhung der Todesstrafe unbedingten Gehorsam. Deswegen hat er die sofortige Abberufung Lieutenant Wolfs aufgrund seiner angeblichen negativen Einstellung angeordnet. Eine Nichterfüllung seines Befehls würde meine eigene Abberufung zur Folge haben und, was noch schlimmer ist, den Tod meiner Familie. Mein eigenes Leben würde ich riskieren, nicht aber ihres. Wenn Wolf hier ankommt, werde ich meine Pflicht nachkommen. Aber ich werde keinerlei Verantwortung für weitere Morde an meinen Männern übernehmen. Alles klar. Sorry. Das muss einfach sein, Mann. Das sind Briefe aus der damaligen Zeit. Da haben alle so geredet. Das Interessante ist ja, dass selbst Radiomoderatoren und so damals so geredet haben. Das hat aber mit den damaligen Mikrofonen zu tun, wurde mir mal irgendwie erklärt. Ich habe das leider nicht mehr genau auf dem Schirm. Ich würde euch das voll gerne erklären, warum das alles damals so klang. Ich glaube, das war, dass da verschiedene Frequenzbereiche oder so nicht richtig abgegriffen werden konnten und deswegen hat man angefangen, das R zu rollen. Oder die haben echt alle so gequatscht, weil die einfach blöd waren. So, da hinten ist noch einer. Ich würde jetzt gerne schießen, wenn der Teil hier wieder blubbert. Das kann nicht wahr sein, ne? Komm, tu ihm weh! Alter, ouch! Krass, was für ein Kopfschuss, what the fuck? Komm, wir haben eine MP40, Alter, damit können wir uns auch wehren. Alter Schwede. Wer zuerst ein? Das kannst du mal sehen. Wenn ich konzentriert bin, dann kommen da manchmal drei Worte mit einmal raus. Wer zu ein? Ich wollte sagen, wer zuerst einen sieht, der schreibt bitte in den Kommentare da. Dann weiß ich Bescheid. So, während mein Handy im Hintergrund wieder vibriert ohne Ende. So. Info. Anwerbungskampagne. Ich bin froh, dass Valens Lakai andere Außenposten mit seiner Gegenwart beglückt. Wann immer ich ihn sehen muss, verlieren wir noch mehr Männer aufgrund sinnloser Befehle aus Berlin. Naja, immer diese Berliner. Völlig sinnlos. Okay. Die sind tot. Ja. Was macht denn dieser Brunnen für einen Sinn, wenn man an einem fucking See wohnt? Und jetzt komm hier nicht mit da kannst du, Wasser ist dann gefiltert. Kannst mir am Arsch lecken mit deinem Filter. Da ist ein fucking See, da kannst du einfach abkochen, das Wasser. Aber stimmt schon, ne? Das geht ja bei einem Brunnen, glaube ich, um die ganzen Sedimentschichten und so. Durch die das Wasser dann gefiltert wird. Bla bla Sülz, hast du nicht gesehen? Können wir von hier einen erblicken? Hier geht's hoch. Da oben sehen wir weniger als nichts. Ich sehe schon wieder in den Kommentaren. Simi, ich hab da alle gesehen. Und du nicht. Deutscher Lastwagen. Opel. Blitz. Auf jeden Fall akkurat aus der damaligen Zeit. Eigentlich müssen wir ein bisschen mehr aufpassen. Ich weiß gar nicht, ob hier alle tot sind. Und wenn doch, dann ja. Und wenn nein, dann nicht.
Weißt du Bescheid? Okay, hier ist nichts. Sagen. Nee, hier sieht's doof aus. Wir gehen mal hier lang. Okay, da vorne scheinen aber wieder welche. Da steht schon einer, glaube ich. Habe ich es doch richtig gesehen? Hier ist wieder ein Lastwagen. Da ist so ein Tippi. Was? Mille grazie, die Calzone. Wir gehen doch mal hier hinten lang. Ich habe nämlich das Gefühl, dass wir da auf eine Anhöhe kommen. Jemand die Wellrot Infantry. Leute, wie es hier weitergeht, das seht ihr aber erst oder schon in der nächsten Folge von Sniper Elite 3 ohne V. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Kuckuck. Da ist gar keiner.